Ja, heute würde ich gerne mal eine Frage an dich stellen, während wir unterwegs sind. Und zwar, wenn wir angekommen sind, wo wir ankommen, würde ich ganz gerne wissen, welche Entscheidung da auf mich wartet. Wird es eine positive Entscheidung geben oder eher eine negative Entscheidung? Du, Kirsten, das ist gut, da habe ich ein tolles Legesystem. Weißt du was, ich mische mal die Karten und du sagst einfach schon. Alles klar. Stopp. Dankeschön. So, deine Aufgabe ist jetzt, bitte nimm einmal ab, dass wir zwei Stapel haben. Okay. So. Und jetzt brauchen wir nochmal zwei Karten. Und zwar eine, die oberste von diesem zweiten Stapel. Mhm. Ja, und leg sie mal zu dir, sehr gut. Und die unterste von diesem zweiten Stapel. Mhm. Ja. Wenn wir die beiden haben, ja. Sehr gut. So, hier haben wir die wohlwollende Zustimmende und hier haben wir die weniger wohlwollende Ablehnende. Okay. Okay, möchtest du umdrehen? Mach du mal lieber. Oh. Oh. Ja, es sind eigentlich beides sehr, sehr tolle Bilder. Wir haben beim einen mal den Geliebten, der dafür steht, dass es darum geht, ja, das ist Zustimmung, dass es jetzt darum geht, dass du deine ganze Kraft, deine männlichen Anteile ins Feld wirfst, damit man dadurch auch wahrnimmt bei dem, wo du die Entscheidung erwartest. Beim Ablehnen ist so die Hoffnung, naja, vielleicht im Moment noch nicht, aber es ist noch nicht aller Tage Abend. Und würdest du sagen, dass das eher heute eine positive oder eine negative Entscheidung wird? Ich würde sagen, mit dem Geliebten ist es doch eine Entscheidung, die zum Ja tendiert. Okay. Also zu einer Zustimmung. Gut, dann bin ich ja jetzt sehr neugierig und werde dir sagen, wie die Entscheidung ausgegangen ist. Das wäre schön, weil Feedback ist bei uns immer sehr lieb und gern willkommen. Und ich möchte mich bei dir bedanken, dass ich mir in die Karten schauen durfte. Übrigens ein sehr spannendes Buch, ne, das man sich durchaus mal angucken kann. Ja, und auch gönnen darf. Genau.